Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Leoplas mit einem neuen Video für euch. Leute, wir reagieren heute auf dieser Niklas und noch auf jemand anderen. Leute, wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, dann gerne Abo-Button, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, wir schnacken gar nicht lange. Wir gehen rein. Let's go. Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute ein wenig Chors mit dem lieben Jan. Moin Moin. Moin. So, und da sind wir auch schon in der ersten Runde, denn es haben sich ja in letzter Zeit auch so viele Leute von euch Chors gewünscht, dass ich das Ganze mal machen sollte. Ist auch eine coole Abwechslung im Gegensatz zu dem, was wir sonst mal aufgenommen haben. Leute, und find schade, dass der Roter, wir sind nämlich Team Blau. Leute, find schade, dass der Warte, gute Boy nicht gerade mehr gestorben da war. Von mir? Nein. Ich hätte auch vorher einen Goldapfel essen sollen. Warum rennt er denn jetzt wieder weg? Egal, ich esse schon einen Goldapfel. Ja, an alle Leute, die dieses Prinzip... Alter, was? An alle Leute, die dieses Prinzip von Chors noch nicht verstanden haben, das ist quasi so ähnlich wie Bed Wars. Wir müssen halt... Links und rechts haben wir jeweils einen Beacon. Und den müssen wir eben abbauen. Welches Team alle zwei Beacon vom Gegner abgebaut hat, das Team hat dann gewonnen. Und da finde ich eigentlich eine recht coole Idee auch. Alter. So, haben wir den wenigsten runtergeschlagen noch. Wir könnten gleich mal versuchen, auf irgendeinen Beacon schon mal zu gehen. Weil du bist auch direkt vor mir, perfekt. Ich gehe einfach auf die Leute. Ja, oh. Ich glaube, hier spawnen die doch alle, oder? Ja. Ja, wow. Man kann sich auch irgendwo in der Mitte, kann man sich auch Dia-Blöcke holen und dann kann man sich eine Dia-Ausrüstung machen. Ist auf jeden Fall vor allem hier, weil es gibt halt nur jeweils vier Leute im Team. Ist auf jeden Fall hier, denke ich mal, extrem krass. Stark. So, warte, hier ist doch schon mal ein Beacon. Den könnte ich doch schon mal versuchen abzubauen. So, ich baue mich hier vorne einfach mal ein wenig ein. Auch cool, wenn mich jemand beschützen könnte. Auf jeden Fall kriegen die jetzt auch eine Meldung, dass jetzt jemand bei dem am linken Chor ist. Na, am rechten. Und sieht... Ach, okay. Bei uns ist auf jeden Fall noch keiner. Sieht ganz gut aus. Ja, der eine verteile ich auch bei uns. Ich denke mal, ich bekomme den Chor. Ja, ich habe einen Chor bekommen. Soll man den rechten zu bekommen? Ist das schon ein Teammate von uns? Nee, aber ich bin da. Hatte ich ja, okay, gerade auch. Ja. Ja, die haben auf jeden Fall schon jetzt einen Korb verloren und wir haben noch beide. Alter. Ah, schade. Vor mir ist mir aufgefallen, in letzter Zeit habe ich es mir so angewöhnt, immer wenn ich fighte und richtig kassiere, sage ich immer, Alter. Muss ich mal wieder abgewöhnen. Ja, aber ich gehe jetzt direkt auf deren Korb. Ist auch schon hier der Weg gebaut. Perfekt. Ja, moin. Baue mich einmal hier schnell ein, so. Da kommt ein roter. Scheiße. Aber der Mate hilft mir, ich baue eben schnell ab. Vielleicht kann er mich auch einbauen. Wenn die jetzt gut verteidigen, bekommen wir auch den linken Chor direkt. Dann war das eigentlich eine recht schnelle Runde. Jo, was ist der denn für ein Rückstoß? Dauert eben auch ein wenig länger, wenn man das Ding abbauen möchte. Nein, das war so knapp! Aber hier ist ein roter direkt schon. Ja, die wollen jetzt unbedingt unser Einbieten bekommen. Von uns aus gesehen, den linken. Aber ich versuche jetzt bei von denen zu bekommen. Solange wir die abgelenkt sind, okay, bei mir kommt einer. Ich würde jetzt nämlich auch kommen. Wieder mal. Bei uns wird einer. Ja, aber ich denke mal, das kriegen die schon hin, weil dann sind die abgelenkt und dann können wir. Also ich bin gerade auch dabei. Kurz vorm Brechen ist es. Und. Och man! Haben. Nice. So, die erste Runde lief ja auf jeden Fall schon mal ganz gut, würde ich sagen. Und ja, Chors kann eigentlich recht viel Spaß machen, oder wie findest du das, Jan? Ja, schon. Nur es ist halt manchmal richtig anstrengend, weil manchmal können die Runden so unendlich lange bei uns gehen. Direkt ist jemand, ne? Ja. Ach, das Bowspammt mich. Hey, wie ist er da so schnell hingekommen? Die Maps sind halt. Von der Mitte auch. Ja, die Mitte juckt mich jetzt nicht so, wie wenn jemand bei uns ist. Also die bekommen uns direkt. Ich hab den abgewehrt. Ja, moin. Was hat der für eine Range? Also ich gehe mal links rum. Was hat der für eine Hitweite? Hab ich auch schon gesagt gerade. Hab ihn endlich. Also schreibt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, wie fand ihr das an die Leute, die jetzt schon wirklich länger Minecraft spielen. Damals ist noch nicht so viele Leute, beziehungsweise eigentlich gar keine Leute, die ganzen Klicktechniken gemacht haben und dann ein Spieler nicht zum Beispiel 10 Klicks pro Sekunde gemacht hat und alles, wenn man noch normal PvP gespielt hatte.
Und nicht nur, wer hat am meisten Klicks immer. Hä, wo ist der denn? What the fuck? Ist auch hier, ne? Ich hab mich runtergeschlagen. Ja. Der hat ein Dia-Schwert. Warum haben wir keine Mates? Wir sind nur zu dritt. Wieso? Ja, okay, ich hab den. Also es ist ein bisschen blöd, dass wir auch nur zu dritt sind. Ich glaube, das ist sogar ein Clan. Ganzen Gegner. Und ein. Die mit ihrem Goldapfel, ne? Dia-Schwert. Er hat komplett Dia-Sachen. Wir haben eigentlich so gar keine Chance mehr. Die werden ihren Core jetzt so heftig verteidigen. Zu uns rennt auch wieder jemand. Ja. Was haben die teilweise für eine Range? What? Ja, das ist halt das, was ich meine. Wenn man. Es gibt halt Leute, die schaffen nicht so viele Klicks. Das ist ja auch ein bisschen mausabhängig. Der eine hat eine Maus, wo man. Ah ja, der überlebt der eine mehr. Mit dem Bogen runtergeschossen hatten. Ah, schade. Ist der Typ mit der Dia-Rüstung eigentlich schon tot? Nee. Ja gut, jetzt ist der Typ mit der Dia-Rüstung auch bei uns im Core. Ich glaube, der Core ist weg. Das ist eigentlich eine recht schlaue Taktik, vor allem im Vierer-Modus. Den gibt es ja auch noch. Viel größer, diesen Modus. Denn, ja, dann holt sich einer die Dia-Rüstung, verteidigt die anderen bauen ab. Eigentlich ist das wirklich eine richtig kluge Taktik. Ugh. Ja, unser Linker ist weg. Kann man nichts machen. Jetzt fokussen die auf unseren Rechten. Eigentlich haben wir jetzt so oder so keine Chance mehr. Wenn wir jetzt alle, müssten eigentlich alle auf einen Core pushen jetzt bei denen. Und derzeit bauen die dann eben unteren ab. Oh, was? Über uns war jemand? Ja, die werden jetzt wahrscheinlich unseren Rechten bekommen. Der eine hat hier immer noch seine Tierrüstung. Ja, hier ist er auch wieder. Ja, den müssten wir mindestens runterschlagen. Ja, okay. Gut, da haben die unser Core bekommen. Konnte man nichts machen. So, Leute, ich würde sagen, eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. Diesmal versuchen wir die Runde auch so schnell wie möglich zu beenden. Schade, Leute, dass der das Video schon einen Monat alt ist und der bis jetzt keine neuen Uploads gebracht hat. Wir waren eben auch nur zu dritt. Finde ich echt schade. Versuchen wir schnell, ihren linken Core zu bekommen. Die fokussieren sich gerade alle auf mich. Blöde, er hat dasselbe Headset wie ich. So. Okay, beide werden gerade abgebaut. Tristan. Baue ich eben schnell den linken ab. Wäre mir echt cool, wenn das jetzt so eine richtig fette Speedround wird. Gut, die sind eben auch nur zu zweit, ne? Ja, den linken von denen aus haben wir schon und den rechten haben wir jetzt auch. Ja, Leute, das waren auf jeden Fall echt drei schnelle Runden eigentlich. Also ich finde, der Course-Modus kann auf jeden Fall mal Spaß machen zum Aufnehmen und so und auch mit Freunden zu zocken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut bei Jan vorbei, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Leute, ich schreibe jetzt noch was dazu. Schade. Bis jetzt. Kein Video gebracht hast. Würde auch gerne mal mit dir labern. So, bitte, Abfahrt. Ist mal direkt hier gepostet. Zack. So, Leute, was wollte ich denn jetzt noch machen? Muss nochmal auf den anderen Kanal. Hier war das nicht. Kann es sein, dass ich den einen Typen hier unten hatte? UAPTX. Revier. Aha. Ich habe hier so viele Abos drin, das geht's gar nicht. Was ist das denn? War es da gewesen? Kann das sein? Glaube ich nicht. Nee, ich glaube, da war das nicht. Okay, Leute, wir müssen mal kurz den Kanal switchen. So, hier. Hier war das. Wo war Game 54 hier? Ist ja logisch. So, Leute. Das letzte Video war vor 2 Wochen. Seltsam.
nicht mal ein gescheites Gameplay oder was? Schade. Leute, das finde ich ein bisschen traurig. Ach so. Ich bin lost. Wo war der Kommentar? Warte mal. Natürlich, ich sehe den Kommentar ja nicht mal. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Guck mal an. Wartet mal, Leute, ich muss gerade mal was hoch nachholen. Twitch, TTT, XT2G. Ich muss gerade. Ich hoffe, er heißt auch genau da so. Heißt er wirklich so oder irre ich mich gerade? Den? Ist es der? Kann es sein? Irre ich mich? Warte mal, guck gerade mal rein. Ah ne, das ist doch der gute Boy. Von letztens. Ja. Hallo rein. Direkt. Kann ich da nicht schnacken. Rein damit. So, da antworten wir gleich mal. So, und was war der andere Kommentar jetzt? Na, da, hier. Kommt dazu, ich zu voll. Hä? So, Leute, ich hab vergessen, das zu machen. Ja, will ich mal gucken. Wo war das? Wo war der Kommentar? Ja, ein Kommentar, den will ich sehen. Hat er den wieder gelöscht? Kann das sein? Wartet mal. Cover. LBA. Ganz mir wirkt sympathisch. Ich weiß nicht, wo ist das? Wo habe ich das Video? Wo ist das Video? Ist was nicht? Welches Video war das? Ich bin gerade lost. Kann es sein, dass das schon wieder auf der anderen Seite gelandet ist?
sein. Warte mal. Das war das Rennen. Ah, yeah. Von wann ist das Video überhaupt gewesen? Hat er den Kommentar wieder gelöscht? Wäre das möglich? Warte mal. Vor einem Tag war das. Ich habe es vor einem Tag hochgeladen. Tag vor. Dritter. Zweiter. Zweiter, dritter. Sein müssen. Wo hat er das geschrieben? Hä? Ich habe dich unendlich gelöscht, Leute. Kann nicht sein. Das Video muss älter sein. Commentaries. Ne, das war mit Dings gewesen. So, das mit der Trash-Stream. War das wirklich das gewesen? Ich bin halt lost. Oder? War das früher? Minecraft? Das war das hier. Es muss das hier gewesen sein, das hier. Aber der Kommentar ist nicht da. Warum ist der Kommentar nicht da? LOL. Luca, LWA, danke für deinen Commentary auf jeden Fall, Bro. Würde mich auch freuen, wenn du dich mal öfters nochmal zu Wort melden würdest. Auch in der Szene, damit ich erkennen kann, ob du noch anwesend bist. Ich hoffe, du hast auch auf jeden Fall ein Abo da gelassen. Würde mich sehr freuen. Ich erwähne dich jetzt hier speziell. Danke auf jeden Fall für deinen Kommentar. Bist auch sehr nett. Muss ich wirklich sagen. Freut dich. So, Leute. Wie sieht's denn gerade aus? Okay, es geht. Wir könnten uns rein theoretisch noch irgendwas anschauen. So. Videos haben jetzt nichts so Cooles mehr da. Gucken wir mal auf Twitch, ob wir da vielleicht noch irgendwas finden. Vielleicht noch ein Streamer. Warte mal. Mineko wäre noch online, oder? Dieser Gentle. Aber nee. Mach mal Just Chatting. War ja klar, dass dieser Chat da Just Chat gemacht hat. Wir müssen gerade mal gucken. Die gucken wir uns ganz sicher nicht an. Frauen mit Strapse, das kann nichts Gutes heißen. Es ist so seltsam. Leute, wir haben schon 2 und ich bin immer noch nicht im Bett. Heute nicht so early birdie oder was soll das heißen? Wir gucken uns die, glaube ich, gleich mal an. Wenn es da was Gutes gibt. Ansonsten, den haben wir denn hier? Alter, was ist mit den Just Chatting Leuten heute oder was? Es wirkt mir alles so unscheinbar. Selbstmord. Jetzt ist vorbei. Der, da ist eine Katze mit. What the fuck? Ah, ne, die gucken runter. Der, warum tut man während Just Chat den gerade zocken? Logik, Alter. Egal, wir gucken einfach mal bei der einen Frau rein. Ich muss aber wieder etwas ausgründen. Gucken wir mal.
Wenn da dann irgendwann so Gefühle oder sowas ins Spiel kommen, dann wohnt sie halt so ziemlich weit weg von zu Hause und das. Okay, voll schlau. Da war eine Frau im Vordergrund und trotzdem war da wieder was anderes, Alter. Es ist geil, wie Leute einen da wieder triggern. Sollen wir mal bei der reinschauen, Leute? Ja, wir raiden jetzt mal zum guten Nebelspalter rüber. Auch jemand, den ich eben erwähnt habe. Und jetzt geht die Offline da. Ich dreh ab. Ich dreh heute ab. Der, ich will mir einen Stream angucken, Alter. Die geht direkt auf. Ich dreh ab. Guck mal hier rein. Wir dachten, wir könnten für immer in Frieden leben. Alter, Werbung. Aber wir lagen falsch. Was ist das? Der darf nie in die falschen Hände geraten. Such nach dem Q. Wo habt ihr sie hingebracht? Du wirst sie nie wiedersehen. Eine große Bedrohung kommt nach Europa. Wir können sie stoppen. Ich hab Probleme mit Knöpfe drücken. Und dann folgt man auch noch mir, die jeden Tag so viel postet, ey. Uff. Na, no, das ist echt schlimm, Alter. Ja, ich weiß. Ich glaube, da nehme ich das nämlich wieder raus. Dann hab ich stumm geschaltet. Au! Ich poste jetzt immer extra viel. So, da hast du deinen Follow. Wer, okay. Will noch jemand Kritik äußern, dass er kein Follow hat? Hm? Folgt mir jetzt. Und 14 andere. War ein sehr guter Aufruf. Sehr gut. Leute, wir geben ihr noch Wolfgang, was mit, ist oder? Ist leider nichts geworden, ist leider der General mit seiner Fratze drauf. Pass mal auf, Freundchen, ich kann mal vorbei nach Berlin. Zack. Dann gebe ich dir mal einen Real-Life-Airstrike ins Gesicht und fragst du dann immer noch so eine große Fresse hast, wa? Oha. Oh. Soll ich ihm C4 Reinungstalk. Hier in Berlin? Guck mal, Jens war heute beim Friseur. Sieht richtig gut aus, oder? War Montag. Total schön. Ich bin Bild morgen beim Friseur. Das Bild ist echt nicht schlecht. Lässt du dir den Haarschnitt von Ingame Jen machen? Ja. Oh nee. Da bin ich mit dem Loch auf dem Kopf. Mit meiner kleinen Lücke. Die hat nicht mal gemerkt, dass du. Warum hast du da eigentlich oben haben? So eine kahle Stelle? Ich weiß es nicht. Die ist von dir. Von den ganzen. Von den Helmen. Ja. Ich hab das ausgespielt, das ist von den Helmen. Ich hab da ein scheiß Loch auf den Kopf. Wenn du die immer auf den Kopf gehauen hast. Ja. Das wäre so geil, so bleibende Schäden. Dieser scheiß Gerichtsprozess, das war so einfach. Das ist aber auch so ein hässlicher Charakter, den ich hab, ey. Einspruch, Inkontinenz. Deswegen habe ich den Helm auch wieder aufgesetzt. Ich finde den Charakter so hässlich. Ich habe keinen Ersatz gefunden, da habe ich den Helm wieder aufgesetzt. Ja, also wenn die Rust-Leute da irgendwie RP unterstützen wollen, dann sollten sie vielleicht mal jetzt irgendwie Kopf aus dem Arsch ziehen und dann Character-Editor einbauen. Ja, so richtig krass wie bei Sims. Die ganze Zeit ein Typ mit einem langen Schlong, also. Die ganzen Mädels mit den bärtigen Charakteren. Ja, das hätte mich, also da, ich war so froh, dass ich wirklich eine Frau war. Das wäre mir so schwer gefallen. Ich habe auch wirklich erst überlegt, ob ich da überhaupt mitmache bei dem Bums, weil ich habe auch einen weiblichen Charakter und. Wir sind da raus. Ein Genie nennt sich SSEO, okay? Alter, ich war mega smart, ich hab das gemutet. Die hören das wirklich nicht. Aber wann hab ich das gemutet? Ja, keine Ahnung. Ich hab das gar nicht mitbekommen, weil die Scheiße läuft immer noch, die andere Kamera. Leute. Guck mal hier, das läuft immer noch. Das läuft. Alter, das sag doch was, Alter. Die haben das nicht gehört, ich hab das gemutet. Aber ich wusste noch nicht, was gemutet mit meinen. Ich hab noch gar nicht trainiert hier. Alter, ich hab das gar nicht gemutet. Okay, so, jetzt aber. So, pass auf. Okay, du kriegst den für linkes Ohr. Kriegst den für. Ich mach den. Okay, pass auf. Mit Video natürlich. Du kennst echt nicht SSEO, muss man vorher fragen. Nee, kenn ich nicht. Ehrlich jetzt. Okay, shit. Macht euch bereit. Jetzt wirklich nicht. Das ist eine First Reaction. Muss erstmal Google aber sagen, dass ich ein Roboter bin. Okay. Und guck dir das Video dazu an, okay? Ah, warte, ich muss aber Chat trotzdem mit reinmachen. Warte. Da bin ich auch wieder raus. Lip-Dings. Ärgerlich, ja. Einfach im Chat echt, schreiben. Echt trocken. Bestes Lied SKT Mems. Irgendwann werde ich schon noch singen, Yuki Dua. Eines Tages. Ich weiß. I'm so sorry.
Einfach mal. Oha, Starfall, bist du jetzt filmen und abkommen? Ja, ich werde jetzt mit meinem Chat nie wieder reden. Ich werde euch jetzt permanent ignorieren und ich sitze jetzt eigentlich auf dem Stuhl, aber ich bin so abgehoben, der Stuhl fliegt eigentlich in der Luft und ja, auf einmal einfach abgehoben. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. 15 Minuten, ja, ich finde auch Alina, jetzt ist es auf jeden Fall chilliger. Ich habe halt vor, Waffeln zu backen. Oh, bitte schick mir welche. Da habe ich direkt Hunger. Ist hilfreich, wenn man einen Ton verkackt oder so. Dankbar. Das stimmt, Krolog. Das stimmt. Mit Mischpult wird das nicht. Nee. Das ist das Rode NT1A. Genau. Niklas, danke schön fürs Reinfolgen. Vielen Dank dir. 1300, wir sind unter uns, ja. Little Polaris, hallöchen, guten Abend. Danke. Nächstes eine, die Hallo sagt. Blinding Lights könnte ich mal gucken, aber das ist halt so von einem Kerl gesungen, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich werde da sein, okay. Hör auf irgendwann. Ich gehe jetzt schlafen, gute Nacht, Night Banane, schlaf gut. Du singst jetzt. Nicht. Ja, ich bin abgehoben. Moin, ich bin seit 5 Minuten hier. Dein Näschen ist super, du bist hübsch und dein Schiff ist wow. Ich bin eine Frau und ich weiß, wovon ich rede. Danke, von Frau zu Frau. Vielen, vielen Dank dir für die lieben Worte. Dankeschön. Ich habe das gleiche Mikro. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Immer diese Influencer-Tour. Link, alles unten verlinkt, tatsächlich. Stay with me. Oh, auch schön. Ist auch schön. James Bay, Let It Go. Ich steigere mich in etwas rein. Gucken. Was macht eigentlich die Pflanze Amanda? Keine Sorge, Leute, die Pflanze lebt noch. Die Pflanze lebt noch, Leute. Wisst ihr auch, warum sie noch lebt? Wisst ihr, warum die Pflanze in meinem Zimmer noch lebt? Ich erzähle es euch ein Geheimnis. Die Pflanze ist nicht echt. Die ist aus Plastik. Und wenn sie echt wäre, dann wäre sie tot. Wahrscheinlich hast du vergessen, weil das sie zu gießen. Ich bin ehrlich. Oh Mann, ey. Ich weiß, ich habe es nur entfernt erklären wollen, weil ich weiß nicht, dass man kein USB... Aber das kannst du ja nicht alles selber... Ach so, okay, verstehe. Alles gut. So. Es geht um Callboy. Nein, da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich nicht, Flipper. Da sehe ich mich absolut nicht. Du bist nicht abgehoben, einfach nett und freundlich. Oha, Ehre. Dankeschön, Little Polaris. Ich versuche so zu bleiben. Cello war auch nice. Ist Yokota da? Ist gerade Yokota anwesend? Wir können nicht ohne Yokota Cello singen. Ich würde mich echt über manche Lieder freuen. Hat Selective All of Me. Ja, das sind echt die besten Lieder. Ehren Amanda ist so, hab ich doch gesagt. 9 Euro sei dir verziehen. Nehmt doch einen Kaktus. Ja, der würde dann vielleicht auch leben. Wir könnten auch so machen, dass wir für Kanalpunkte machen, dass ich die Pflanze gieße. Vielleicht würde sie dann länger leben. Ich weiß nicht. Ich dachte, bei mir stirbt immer alles. Aber der Bonsai hält sich tapfer. Oha, Respekt, Yokidoa. Also, schon nice, wenn der sich dann hält. Respekt. Bist du vor, Alter. Sympathisch. Hallöchen, Zylendes, guten Abend. BTTV, ja, natürlich. Scream. Hast du Cello oder All of Me? Also, irgendjemand hat gesagt, Let It Go von James Bay. Nein, du singst jetzt nicht. Hör auf zu singen. Wie geht denn das? Mach das nicht. Lass mich mal kurz reinhören. Ah! Da muss ich direkt erstmal stummen, weil das Ding ist, ich kann das nicht singen. Wenn sie singen, kann ich das nicht auf YouTube zeigen, das geht nicht. Tut mir leid, aber da muss ich leider los. Ja, nee, Leute, also. Momentan ist gerade einfach, jetzt ist gerade schwierig, da überhaupt Leute auf Twitch zu finden, die das mitmachen. Ich glaube, ich bin dann heute auch einfach für, jetzt bin ich einfach dann raus, weil ich sollte jetzt langsam mal pennen gehen, weil ich muss morgen wieder ich muss heute wieder aufstehen, ich muss im Unterricht sein und so weiter. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Würde mich freuen. Gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch. Und ja, Leute. Ich hoffe, das wird dann heute Abend wieder besser, weil das Ding ist, ich stehe jetzt gerade unter dezenten Zeitdruck, weil ich nämlich, ja, nachher eben wieder aufstehen muss und ich halt, ja, nicht so lange machen hätte dürfen. Aber jetzt habe ich wieder etwas überspannt hier den Bogen. Das ist nicht so dolle.
Und ja, Leute, auf jeden Fall. Heute wird es dann einfach entspannter, wenn ich dann die Videos drehen kann. Heute Abend, das wird dann einfach ganz entspannter. Weil da kann ich auch bis 2 machen, da juckt es nicht. Da gehe ich um 2 schlafen, dann stehe ich um 9.30 Uhr auf und dann passt es, so weit geht. Oder vielleicht gehe ich auch um 1 Uhr pennen. Muss ich mal gucken, je nachdem, wie der Tag heute läuft und wie fertig am Ende ich bin. Muss ich mal gucken. Ja, auf jeden Fall, Leute, euch allen heute noch einen schönen Donnerstag. Euch noch viel Spaß und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.